Oh hey, oh meine Lieben, einen wundervollen und zauberhaften Tag. Ich freue mich, dass du immer noch dabei bist. Wir sind jetzt schon beim Part 5 von Teil 3 bei der neuen Weltordnung und wir gehen weiter mit der 13. Stufe. Mein Name ist Sophia Mamani in Spirit Waters. Ich bin der Chief der Dream Society. Ich lebe mit und für und von meinen Träumen und lade dich ein, auch die Stufen der Entwicklung deiner selbst zu unterstützen, zu gehen und dich aufzumachen auf die Reise des Seelensonnenhelden, um dein Licht zu entdecken. Manchmal ist es so oder zumeist ist es so, dass wir, um an das Licht zu gelangen, wir ein bisschen Kraft aufwenden müssen und dass wir auch durch das Fegefeuer müssen in einer bestimmten Weise und dass wir den Schmerz der Ahnen zunächst einmal überwinden müssen. Ich möchte dich bitten, mich ein bisschen zu unterstützen, indem du diese Botschaft teilst, indem du vielleicht auch etwas kommentierst oder indem du diesen Kanal abonnierst, den Kanal der Dream Society. Und ich freue mich natürlich einfach, wenn es auch dazu anregt, Möglichkeiten zu sehen, ja, über sich selbst hinauszuwachsen, raus aus der Beurteilung zu kommen. Und ich weiß, es gefällt sicherlich nicht immer jedem, was ich zu sagen habe. Und dennoch bin ich bereit und offen genug, einfach mal den Möglichkeiten, die da gerade so in mir sind und die mich gerade bewegen, einen Raum zu erschaffen, um ihn mit dir zu teilen, um mich natürlich auch wiederum für Weiteres zu öffnen. Wir sollten auch wissen, dass es hier um Heilung geht und dass es um den kollektiven Aufstieg geht bei dieser Serie. Normal mache ich ja andere Posts, aber jetzt geht es einmal um diesen Aufstiegsprozess, in dem wir uns gerade ja auch sehr in einer sehr heißen Phase befinden. Der Anlass für diese Serie waren meine Träume mit den brennenden Häusern, zunächst einmal mit den schwelenden und dann mit den brennenden Häusern und dem Bewusstsein, dass es zurück nicht mehr geht. Das wissen wir schon lange und du weißt es vielleicht noch länger als ich, vielleicht hörst du aber auch gerade erst davon. Du darfst oder vielleicht öffnest du dich einfach dafür, dass es jetzt hier mit dem Bewusstmachen der einzelnen Stufen, die in uns sind, die 17 Stufen des Hawkins, dass wir hier auch nicht nur unsere eigene Geschichte heilen, sondern die Geschichte unserer Ahnen, die natürlich auch unsere Geschichte ist. Der Beginn ist eben halt, dass das Feuer jetzt seinen Raum einnimmt. Zuvor war es das Wasser. Ich habe es irgendwann mal gechannelt, dass das Feuer das nächste ist. Und da sind wir nun und können auch hier nicht mehr zurück. Wir haben unsere Aufgaben und unsere Aufgabe im Aufstiegsprozess ist tatsächlich, vor unsere eigenen Türe zu kehren, unser eigenes Licht an die Oberfläche zu bringen, damit diese Dunkelheit, ja, die jetzt quasi, sich auch auf vielerlei Ebenen zeigt, in Licht verwandelt wird. Und für manche ist es wirklich sehr, sehr schmerzhaft, weil das Feuer ist natürlich das Feuer der Transformation und zeigt auch mal wieder, wie sehr also auch diese Ideen von Trennung noch in uns wohnen, wie sehr noch Krieg geführt wird, wie sehr wir flüchten oder wie sehr wir uns quasi dem Ego-Spiel hingeben. Aber dazu ist es natürlich auch nochmal wichtig, anzunehmen, zu wissen, dass dein Leben quasi wie eine Leinwand ist und dass du ein Künstler bist. Und letzten Endes bist du auf diese Welt gekommen, weil du eine kreative Seele bist. Du hast dir einen Plan mitgebracht und hast gesagt, okay, jetzt male ich oder kreiere ich mal meine Träume, die ich in das Leben gebracht habe, auf die Leinwand, also auf die Welt. Und wenn wir dann aber mit den niederen Schwingungen in Konfrontation kommen, auch mit den Schwingungen unserer Ahnen, dann kann es schon mal sein, dass wir dann in die Ego-Stufen verfallen, ja, und dann machen wir alles andere verantwortlich. Aber diese Stufen haben wir jetzt überwunden, auch mit der Akzeptanz. Und dann kommt natürlich eine neue Stufe in unser Leben. Vergegenwärtige noch einfach mal, dass dein jetziges Sein auf deine vergangenen Gedanken und Überzeugungen quasi generiert ist. Also dass du dir das selber kreiert hast durch das, was du bis dato gedacht hast, was so deine Überzeugungen waren, wer du bist, was du bist und was die Welt ist und alles, was dich umgibt.
Und das, was du jetzt just in diesem Moment denkst, bestimmt wiederum deine Zukunft. Auch das wissen wir. Und die große Frage aber dahinter ist, welche Art von Leben willst du für die Zukunft kreieren? Und was wartet, ja, welches Potenzial deiner selbst wartet darauf, von dir erschaffen zu werden? Die neue Welt ist nicht das, was wir kennen. Neu ist neu und nicht alt. Also ist ja eigentlich ganz einfach, aber irgendwie versuchen wir oft auf alte Bewusstseinsstufen, auf altes Wissen zurückzugreifen. Deine Aufgabe ist es, dich mit deiner manifestierenden Kraft zu verbinden, dich mit Pachamama zu verbinden, wieder eins zu werden mit der großen Mutter, wieder zurückzugehen in die Natur. Lerne einfach wieder, wie man Früchte zieht, wie man Gemüse zieht, wie du der Welt etwas zurückgeben kannst, wie du selber deine Samen in die Erde legst, damit etwas wächst. Selbstlose Liebe, ja, wie du einfach dich in dieses Leben hineinbringen kannst. Wir sind ja schon über diese Stufen, wo es nur noch um uns selbst geht, hinausgewachsen, wenn diese Stufen, die in Part 1, 2 und 3 genannt wurde, durchlaufen sind. Ne? Wir wissen auch, dass wir immer wieder mal zurückfallen können, aber mit einem neuen Bewusstsein. Und das ist ganz wichtig. Ja? Behalte dieses Bewusstsein bei dir und sag, okay, die Geschichte kenne ich schon. Da bin ich schon 10-mal lang gelaufen. Das habe ich schon 150-mal erlebt. Und 33-mal bin ich immer wieder an derselben Sache gescheitert. Jetzt nehme ich es einfach mal bewusst auf, betrachte es neutral, vielleicht mit Neugierde oder auch mit Humor. Ja? Aber vor allen Dingen mit der Akzeptanz und mit der Bereitschaft, dich dem Leben hinzugeben. Sei neutral. Jetzt wird dein Verstand ins Leben gerufen, nämlich die 13. Stufe. Wenn du dir sicher bist, was du erschaffen möchtest, dann beginne zunächst einmal mit Dankbarkeit, also mit einem tiefen Gefühl der Dankbarkeit für das, was ist. Und hol dir alles Gute, was jemals in deinem Leben geschehen ist. Da ist nämlich eine Menge. Wenn wir auf die Menschenmuster, so nenne ich es einfach mal, zurückgreifen, dann wissen wir, dass warum auch immer etwas, was nicht verstanden ist, also sagen wir mal etwas, wo man immer noch das Gefühl hat, oh, das war aber, ist aber schlecht gelaufen, ja, wenn wir nicht die Lektion dahinter verstanden haben, dann geben wir immer mehr Energie auf dieses Schlechte als wie auf das Gute. Die 13. Stufe lädt dich eigentlich an, leitet dich an oder lädt dich ein, dein gesamtes Leben als Leinwand zu sehen. Mach dir ein Vision Board. Such dir zusammen, was, ja, wovon du träumst, wovon dein Herz träumt, selbstlos träumt. Wäre es nicht schön, wenn alle Menschen frei von Angst und in Liebe sind? Und welche Bilder können das ausdrücken? Ja, dann nimm diese Bilder, ja, und dann kleb sie auf eine Tafel. Dann gehe hin und suche Bilder von einer harmonischen Natur, wo alles da ist, Feuer, Wasser, Wind, Erde, Äther, alles vereint mit Tieren, vereint mit Sonne und ja, mit Pachamama, mit der Erde und wisse, dass du dazugehörst, wo alles seinen Platz hat. Wie zum Beispiel auf der Arche Noah. Also für mich ist die Arche Noah in der letzten Zeit wirklich immer wieder Thema. Ich träume immer wieder von der Arche auf jedwede Art und Weise, natürlich ohne Raum. Also da muss nicht das Boot drumherum sein, sondern für mich ist die Welt eine Arche und das begegnet mir immer wieder, weil mein Fühlen und mein Handeln mehr und mehr übereinkommen. Ja, mehr Bewusstheit wächst. So. Also, wofür brennst du? Was ist deine Bestimmung und wozu fühlst du dich aufgerufen? Und jetzt holst du den Verstand, die Stufe 13, in dieses Boot hinein. Und erkennst auch viel deutlicher, dass auch dein Verstand auf den niedrigeren Stufen, also sprich auf den Stufen deiner Emotionen, eher ein Spielball war. Das heißt, deine Emotionen haben
deine Seele angeführt und nicht dein höheres Selbst. Deine Emotionen haben bestimmt, wie du deine Strategien anwendest. Ja, und du bist jetzt so viel klarer geworden, weil du diese anderen Stufen überwunden hast, erkannt hast, in dir anerkannt hast. Das ist der einzige Weg, nimm sie an, damit du auch darüber hinaus wachsen kannst und wieder eine Haut der großen Schlange abziehen kannst. Ja, und dann dann ist dir vollkommen klar, was du wirklich willst, wo deine Stärken sind, wo deine Schwächen liegen und wohin dich deine Anlagen, deine Ziele, aber auch deine Disziplin bringen kann. Und ich weiß, Disziplin ist immer so eine Geschichte, ist immer mein Hauptthema, ne? Also ich denke mal, ich bin nicht so diszipliniert. Ich habe aber von wundervollen Menschen schon gehört, dass sie glauben, dass es wenig so disziplinierte Menschen wie mich gibt. Ich glaube das nicht, aber ist nicht schlimm. Ich arbeite immer noch daran, ja. Diszipliniere dich und geh einmal wirklich konsequent auf die Reise deines Lebens und entwickle die Kräfte, die sich hinter all diesen Dingen wie Ärger, Stolz, Scham, ja, Schuld und weiß der Kuckuck nicht, was sich alles dahinter verbirgt an Schönheit, wenn das überwunden ist. Und erschaffe das Beste. Also lass jeden Tag der beste Tag deines Lebens sein und lege immer das Beste in den Raum, ohne dir Beine auszureißen, ohne dich zu verbiegen. Das Beste, das, was gerade im Moment da ist. Keine Bewertung, kein Plus, kein Minus. Jetzt, was kannst du jetzt in die Welt legen und was fließt mit Leichtigkeit aus dir heraus? Das ist eine ganz andere Geschichte. Als wie wenn ich glaube, ich muss für Anerkennung kämpfen und ich möchte dafür kämpfen, dass das gesehen wird, was ich da in die Welt lege. Selbstlos bedeutet, ich will nichts. Da denke ich an Schillers Weltreise, an das Lied da, die Liebe. Die Liebe fragt nicht, die Liebe fordert nicht. Da, 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 da und so weiter. Ja. Ja. Deine Gefühle und die Intuition bleiben quasi auf dieser Stufe hinter deinem Geist zurück. Also du versuchst nicht zu erforschen, was wird daraus aus dem Besten, was du gerade in die Erde legst, sondern du lässt es gedeihen. Ja, seiner eigenen Freude, seiner eigenen Kraft, seines eigenen Lebens willen. Es liegt dir nicht daran, daraus Nutzen zu ziehen. Es liegt dir nicht daran, von allen gefeiert zu werden. Es liegt dir nicht daran, dich daran zu bereichern. Es liegt dir nicht daran, von Äußerlichkeiten quasi oder von Äußeren. Ja, manchmal fehlen mir dann auch so ein bisschen die Worte, aber für dich ist es einfach nur, du tust, was du tust, weil es gerade gut ist, wie es ist. Ja, Stufe 13 war das. Oh mein Gott, jetzt haben wir natürlich eine ganz besondere Stufe vor uns. All diese Stufen, die wir da gegangen sind, haben uns ganz viele schöne Aspekte geliefert und ist doch eine interessante Reise, ist doch wie ein wirklich, wirklich spannender Film, den wir hier schauen, und zwar wir schauen unseren eigenen Film, weil wir haben ja gelernt, dass unser Leben unsere eigene Leinwand ist. Ja, Leinwand ist ja auch das große Kino. All das, was sich da abspielt, haben wir reingebracht. Wir wissen das jetzt. Wir haben die Verantwortung übernommen und wir sind bereit, voller Hingabe, selbstlos, voller Akzeptanz dessen, was es gibt, unseren Verstand auszurichten und zu sagen, ich setze meinen Verstand für das große Ganze ein. Und jetzt gehe ich auf die 14. Stufe, nämlich die Liebe. Denn ohne Liebe, was sind wir ohne Liebe? Die 14. Stufe ist die Liebe.
Es ist keine aufgeregte Liebe, weißt du, so, wow, ich bin jetzt verliebt und ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Also ich bin quasi so ein Spielball meiner Hormone und meiner Emotionen. Nein, 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 nein. Nein, 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 du bist jetzt nicht hier irgendwo in einem Kino und hältst Händchen und isst Popcorn und knutschst in der Ecke rum, ja, oder schenkst jetzt nicht irgendeinem Praliné und ein paar Blumen weiter, sondern es ist mehr so ein Gefühl, mit allen Lebewesen verbunden zu sein. Und du siehst mehr das große Ganze. Das ist so eine erfüllende Liebe, die erfüllt nicht nur deinen Schoßraum, also deine Genitalien oder dein Herz oder deinen Magen, sondern hier ist alles mitgenommen. Du spürst jede Zelle deines Lebens. Das hat eine unglaublich verjüngende und kraftvolle Wirkung. Du spürst, du bist das Leben und ein Leben wie ein Organismus. Ja, also wir sind sowieso alle Hand in Hand und ja, du siehst einfach das große Ganze ganz, ganz deutlich. Du fühlst mit anderen mit, du handelst für sie, du wirfst dein Herz irgendwo mit rein, ja, in alles, was du tust. Also du öffnest dich da immer mehr für und bitte, bitte, ne, komm nicht in die Bewertung, sondern sag, ah, ja, mir gelingt das immer wieder, aber nicht immer. Spielt doch keine Rolle. Es gelingt dir, auf irgendeiner Ebene gelingt es dir. Also bitte wirf deinen Fokus auf das Lichtvolle. Und ja, freue dich doch darauf, dass du entdeckst, wo du es noch hineinbringen kannst. Freue dich einfach darauf, ich entdecke hier einen Ort, der noch nicht mit meiner Liebe angefüllt ist. Und dann, ja, akzeptiere das erstmal. Es ist okay, wie es ist, neutral. Und dann gib dich da rein. Hingabe, Bereitschaft. Ja, du bist bereit für ein Abenteuer. Juhu, du kannst was Neues erfahren. Auf der Stufe 13 war ja quasi so der Verstand noch der alleinige Herrscher. Ja, das ist so, wo deine Lebensaufgabe ansetzt. Deine Lebensaufgabe. Also ein bisschen so halt auch diese Gedanken und du zählst eins und zwei zusammen und machst 25 draus. Spaß beiseite. Nein, du gehst einfach auch auf einer bestimmten Ebene über die Bedürfnisse deines Egos hinaus. Also über die Bedürfnisse. Ich will auch mal leuchten. Ich will auch mal gesehen werden. Ich will mal auf die große Bühne. Ich möchte, dass wenn ich was sage, dass es gehört wird oder so. Wenn es keinem wirklich dient, also nicht der Gesamtheit, ne, da gehe ich auch wieder auf Ubuntu zurück. Wenn es nicht allen dient, dann ist es nicht gut. Ja, deshalb also. Deine Intuition schärft sich jetzt. Dein Verstand ist immer etwas, was nicht wirklich ja, so eine richtige Beständigkeit hat. Denn der Verstand ist auch dazu aufgerufen zu zweifeln. Der macht das einfach. Und wenn du mit der Liebe bist, ja, dann lässt du deine Zweifel einfach ziehen. Du hörst jetzt auf dein Herz, du gehst weiter, du gehst einfach weiter, du springst, du springst, du springst, du springst. Ja. Und es gibt, glaube ich, es gibt so eine Hochrechnung, die da sagt, von 250 Menschen erreicht einer diese Stufe. Aber ich weiß nicht, wie man das messen kann. Ich weiß wirklich nicht, wie das zu messen sein soll. Mir ist wichtig, jede eine oder jede eine zählt doch. Und ich glaube, dass ein Wesen, das mit der Liebe erfüllt ist, auch wie ein Virus ist und um die Welt geht und auch ansteckend ist. Und je mehr wir anstecken und je mehr wir von dieser wundervollen Liebe kosten lassen, umso mehr Möglichkeiten haben wir doch aufzusteigen. Es geht hier nicht nur um den eigenen Aufstiegsprozess. Es geht um den Aufstiegsprozess von Pachamama, die ja schon in ihrer vollen Höhe ist und die sich jetzt verschiebt und verändert. Dadurch eben halt auch diese Wasserausbrüche und diese Feuerausbrüche. Ja, wir haben dann noch den Wind, der auf uns wartet. Ich habe auch schon gesehen,
wie und wo es kommt. Und das ist jetzt nicht unbedingt ein Vorteil, ne? Sondern es ist einfach nur ein Bewusstsein, okay, da passiert was, da wird sich das auch noch zeigen, dass dieses Element sich befreit. Und wenn wir übergeordnet schauen, ja, Feuer ist jetzt Solarplexus, Wasser ist unser Emotionalbereich, unser Sakralchakra, da geht es um unsere Freude, um unsere Gefühle. Dann haben wir das Element des Feuers im Solarplexus. Hier geht es um Macht und Ohnmacht, um Wut, ja. Auch wenn das weitergeht, um Zorn. Es geht um Stolz, es geht um, ach, ja, ich bin der Chef in meiner Welt. Und ja, es sind nicht so die unbedingt die besten Energien, wenn sie außerhalb des Gleichgewichts sind. Wenn sie innerhalb des Gleichgewichts sind, dann bin ich die oder der, wo ich bin. Und dann ist auch wirklich alles wieder in Ordnung. Ja, dann habe ich das verbunden mit all den anderen Aspekten und fühle mich nicht als getrenntes einzelnes Wesen. Ja, beim Solarplexus, beim Feuer geht es auch um Trennung oder auch um Grenzen. Beim Wind geht es um die Liebe. Ja, das ist jetzt hier diese Stufe, mit der wir in Verbindung stehen, die 14. Stufe. Und ja, die gilt es einzuladen. Es gilt auch uns selbst einzuladen, diese Stufe zu ersteigen und immer wieder zurückzukommen an diesen Ort, zu dieser Stufe, um all die anderen Stufen damit zu, ja, um die ganzen Stufen damit auch zu erleichtern oder zu unterstützen, ne? Also die Kraft zu unterstützen, weil diese Stufe hilft uns wirklich Dinge zu tun, ohne die Liebe, ja, die wir zu etwas empfinden. Das sagt uns eigentlich schon eigentlich der Vergleich zwischen Liebe und Angst. Man sagt ja die eine, ne? Also das Gegenteil von Liebe ist die Angst. Wenn jemand, den du liebst, unter einem Auto liegt, ja, dann bist du in der Lage, das Auto zu heben. Dann schau, was die Liebe für eine Kraft hat. Ja, das weil man soll ja nichts vergleichen, aber einfach nur mal um zu sehen, Liebe ist einfach nur die veränderte Form oder die nicht gelebte Liebe, ja, oder die Liebe erfüllt mit all den anderen Dingern hier wie Schuld, Scham und Gedöne. So, und dann siehst du, welche Kraft die Liebe haben kann. Und nicht nur das, noch viel, viel mehr. Stufe 14 war das. Und jetzt gibt es dann noch drei weitere Stufen und die würde ich auch gerne in das nächste Channel mit hineinlegen. Und auch hier wieder danke ich dir und bitte dich, dir die lichtvollen Wesen, die Kraft des Raphaels, des Heilers an die Seite zu rufen, die Kraft des Michaels, ja, die Kraft der Barmherzigkeit, des Bewusstseins dafür, dass du der Künstler deines Lebens bist und dass es ganz, 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 ganz viel Unterstützung und Hilfe gibt. Du bist nicht alleine. Wenn du diese Stufen gehst, wirst du merken, dass es vollkommen unmöglich ist, dass sobald du in der Stufe der Liebe bist, dass du dich von nichts mehr trennen kannst. Also bleib in der Hoffnung, bleib in deinem Licht, bleib in der Liebe. Ich danke dir für dein Lauschen. Und ich danke dir dafür, dass du bis jetzt immer noch am Ball bist. Du bist großartig und ich danke dir für dein Licht und für dein Bewusstsein und für den Wunsch, einfach auch ein Stück weit mehr über dich zu erfahren, ob das jetzt die Wahrheit ist oder nicht. Ja, lass einfach mal da stehen, denn ich glaube, dass all das nicht unserer Wahrheit entspricht. Das können wir erst sehen, wenn wir jetzt in diese höheren Sphären hineingehen und unserem höheren Selbst die Führung übergeben. Dann kommen wir erst in das Bewusstsein und auch das Erkennen, dass das alles, alles, alles einer Illusion entspricht und dass es letzten Endes nur wieder eine Projektionsfläche ist, also unser Lebenskino ist, das all diese Lebensthemen mit reinbringt. Und genau da sind wir jetzt. Wir klären auf, also egal, was du da draußen gerade siehst, du siehst das großes, großes Kino, was ganz viele Aspekte deiner selbst in dir trägt, die du jetzt für dich erkennen und erleuchten kannst. Danke, Namaste und